Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zum Let's Play Tales of Zestiria, der letzte Part. Diesmal wirklich. Ja, mir egal, wie lange der Part dauert, ob eine oder zwei Stunden oder was auch immer. Das hier wird der letzte Part sein im Spiel. Und ja, wir stehen hier kurz vor dem Endkampf. Der letzte Boss, Helldive. Habe schon mal reingeguckt. Ich weiß nicht mehr, welches Level er war und wie stark und so, aber er ist auf jeden Fall stärker geworden. Und ja, den knüpfen wir uns jetzt noch ein allerletztes Mal vor. Danach war es das wirklich. Ich weiß nicht, ob ich die Cutscenes jetzt nochmal alle anlasse und ich sollte eigentlich nochmal zurückgehen und euch was zeigen. Aber wer die Cutscenes hier sehen will, falls ich sie hier überspringen werde, der kann ja zu Part 121 und 22 mal schauen, weil da habe ich den, ja, da sind ganze Katzen natürlich an, weil ich dazu erstmal gekämpft habe. Aber hier weiß ich noch nicht, wie ich das mache. So, vorweg. Ich habe den Herrscher des Landes hier ein bisschen aufgelevelt. Irgendwie ist diese verehrte Katze hier mit den Thron von Artorius oder wie auch immer die heißt. Artorius, war sogar richtig geil verbunden und ja. Ich habe jetzt alles Gaben eingestellt, die irgendwie so meine Chance im Kampf erhöhen. Widerstandsfähiger Körper, also Timezeit und all so was. Timezeit vom Feind wird verlängert. Freunde betäubt werden ist verringert und all so was. Und ja, auf welchen Level gehe ich da rein? Das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar Level 200. Was? Ja, ich habe es wieder ein bisschen übertrieben in den letzten zwei Tagen, glaube ich. Hat aber nicht lange gedauert. Meine Charaktere sind alle auf Level 200 dank den Aragami DLC, welches umsonst ist. Also ja, könnte sich jeder am besten runterladen. Eine gute Trainingseinheit, die man da abschauen kann. So, und ich hoffe, die ganzen Effekte vom Herrscher des Landes sind immer noch aktiv im letzten Kampf. Und da gucken wir uns mal unsere Charaktere an auf Level 200. Sorry, er hat einen Angriff von 1011. Ja. Ich habe ein bisschen mehr so auf Angriff anstatt auf Verteidigung gesetzt, weil meine Charaktere, die verrecken sowieso alle wie Blöde in jedem Kampf, also habe ich mehr so auf Angriff gesetzt für den letzten Kampf. So, was er weht, hat jetzt mehr Artangriff anstatt normaler Angriff. Die habe ich, glaube ich, durch das Origami DLC noch bekommen. So ein seltener Drop, glaube ich. Mehr Artangriff gegeben, sonst hat sich hier, glaube ich, nicht viel geändert. Ich bin nicht irre. Ich habe die Titel ja, die ich auf Maximum habe, ausgerüstet, um nochmal die Schlagkräftigkeit zu erhöhen. Und ja, letzten Gegner, die wir besiegt haben, waren Jade und Sophie. Und die waren Level 195. Der Drachenzombie war Level 188. Ich nehme mal an, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Level der Typ war. Aber ich glaube, er geht schon so um 200, ne? Oder sogar über 200. Und ja, falls alles noch irgendwie schief läuft, dann kommt noch ein Allesheiler. Wir dürfen ja eigentlich alles hier schaffen auf Level 200, ne? So, meine Truppenzusammensetzung wird sich wahrscheinlich sowieso wieder ändern, wenn ich den Kampf beginne, also was soll's. So, essen. Ich sollte vielleicht irgendwas essen. Und zwar nehme ich irgendwas, was, glaube ich, Artverteidigung erhöht, ne? Ich glaube, der setzt auch viel Artverteidigung und so rein. Artangriffe. So, Helldive, komm mal her. Ich guck mal, ob sich irgendwas geändert hat, so Cutscenes-mäßig, aber wahrscheinlich nicht. Also der Truppe schon wieder. Helldive, Kitschak no Toki da. Kushimi to tomo ni ikineba naran no sekai. Subete no mono wa kore kara no kaihou o nozonde iru no wa meihaku. 何故それに抗う。どうしよう。確かに。お前の目指す世界では苦しみから逃れられるかもしれない。けど、やっぱ違うと思う。僕らは苦しみから目を背けたくない。辛いことがあるから楽しいことを実感できるのですわ。だね。私らは生きてるって感じたいんだ。 苦しみに抗うことでのみ得られる安寧。そんなものを世界が享受するはずもあるまい。別に逃げるのが悪いってわけじゃないわ。俺らがそうしねえってだけさ。
わしは自然の摂理を語っているのだ。摂理に従うのが生きることだっていうのか。無論のことよ。違う。それは死んでないだけだ。それがどれだけ苦しいことか、お前は知ってるはずだ。最後にもう一度問う。同志スレイ。わしにくだれ。断る。彩花の剣士と同志。 やはり世の国脈ということか。だがわしは白とは返事ぬ。俺も黒にはならない。 Komm mal her, hol mal Truppenzusammensetzung. Das ist natürlich wieder geändert. So, welches Level bist du? 195 und kann ich nicht analysieren. Du hast 200.000 HP. Okay. Na, guck mal. Gucken wir mal, wie sehr wir im Eimer sind. Ja, sehr. Ja. Ja, mach mal das so. Und Ross ist jetzt schon am Start. Oh, geil. Jetzt aber nicht mal alles teilen, oder? Vor allem jetzt ist es mir auch egal, wer alles am Ende des Kampfes noch am Leben ist. Wir sind jetzt auf Level 200. Wir können jetzt also keine Erfahrungspunkte mehr verschenken. Und wenn irgendein Charakter am Ende des Kampfes verreckt ist, dann selber schuld. Wir werden einfach abgewechselt. Jetzt gut. Auf Abwehr. Ja, ich werde ja wohl noch schaffen. Oh Mann. Am gleichen Schlag sein, ich bin ungefähr gut. Ich find's mal gut, dass du auf mich losgehst. Oh, was zum Teufel. Oh, du hast gar keine Dinge, das ist geil. Zur Not kann ich immer noch den hier machen, ne? Einfach von Weitem dich abschießen. Ja, Rose wird ein paar Mal treten. Irgendwie klar. Wollen wir mal sehen, wie einfach das Spiel ist. Es ist ja so schwer, hier irgendwie Game Over zu gehen. Gucken wir mal. Solange ich am Leben bin, ist eigentlich alles noch in Ordnung. So, Katze, genau. Das haben wir schon geschafft. いかに成長しようと、それが貴様の限界よ。スレイ。ジージ。なんだって。黒にならぬと言ったな。今お前に湧き出ている感情はどうだ。取り込みやがったのか。スレイ。スレイ。ライア。浄化すればジージは助かるんだろう。 ライア。ジェジェ。愛する子を傷つける苦悩、伝わるか。エルダルグ。さあ、救ってやるがよい。汚れを払って、素晴らしい。来い。あ、これ今見てや。ちょっと見てたんだよ、その、ライア。 Ich sollte vielleicht kein alles Teil einsetzen, sonst wird der Kampf nur noch länger dauern. Aber Mario Curry ist schon fast noch geil. Ja, kann natürlich wieder ein bisschen dauern, aber was soll's. Ja, ich soll das Finale irgendwie zu kurz machen, ey. Oh Gott! Warum tut sich meine SK so langsam ein? Ja. Beide sind K.O. nicht schlimm. Ja. Genau deswegen ist das Spiel einfach. Ja, du musst doch jetzt nicht... Ja, voll immer auf sie losgehen.
Macht das meine SK so langsam heilen? Da leid ist Leila schon wieder da. Ich kann doch mal ruhig auf mich losgehen, ne? Boah. Das hat nervig. Solange ich am Leben bin, kann eigentlich nichts passieren. Ja, jetzt vielleicht Leila wieder da. Das war natürlich sehr langweilig jetzt, aber was soll ich. Wir sind beide wieder am Leben. Edna ist auch wieder am Leben. Oh, was? Haben wir die überhaupt gesehen? Beim letzten Mal? Ja, das wird nervig, das wird lange dauern, ja. Ist gut, geh weg. Jetzt kannst du ruhig auf mal anderen losgehen, ja. Kann ich auch immer noch nicht analysieren, um zu gucken, wie viel, was du für Wert hast und so. Edna! Musst du die mit einem Schlag weghauen, ehrlich. Aber ich merke gerade, was die Schwierigkeit in dem Kampf sein wird. Am Ende müssen wir ja immer einen Seraphen mehr oder weniger opfern können. Das wird nicht gut. Leute, könnt ihr mal ein bisschen länger am Leben bleiben? Jetzt weiß ich auch noch. Ist das einfach bis jetzt? Ja, die ist jetzt gleich wieder tot, ne? Oh Mann, echt. Solange ich nicht davon getroffen werde, ist eigentlich alles gut. Ja, so weiter, ihr müsst den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen runterstellen. Okay. Rose kann langsam auch mal wieder am Leben sein, ey. Boah, könnt ihr mal. Oh. Was für ein Kampf, ne? Der Finale. Nein. Meine Güte, lass mich mal irgendwas machen. Mein Gott, kommst du gar nicht. Ja, jetzt zieht's auch weht wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf sich, ne? Der ist schon tot? Was? Wie zum Teufel? Oh. Ich glaube, den Kampf schaffe ich nicht auf den Schwierigkeitsgrad. Ja, nicht wahr sein. Manchmal sind beide wieder am Leben. Warum muss doch gegen alles immun sein, ne? Das ist aber nicht zu fassen, ne?
Nein, nicht auf mich. Ich bin am Leben, was? Und ihr seid schon mit. Ja, die computergesteuerten Charaktere sind nur Kanonenfutter. Das ist einfach nicht zu fassen. Ich wollte nicht auf dich. Könnte mal ein paar Sekunden überleben, ey. Mann, der Typ wird nervig. Und noch der Katschi gleich, und auch mit dem ganzen erledigen. Out. Aua, Mann. Hey, den Kampf habe ich nicht auf den Schwierigkeitsgrad, das sehe ich schon. Der war wortwörtlich nur so 10 Sekunden am Leben. Dann war er schon wieder tot. Ich will nicht den Kampf hier schaffen. Boah, willst du mich verarschen? Okay. Ich will nicht den Kampf hier schaffen. Ich glaube, ich werde den nächsten Kampf schaffen, oder? Alter, ist jetzt gut. Aua. Alter, lass mich. Ich will jetzt den Kampf auf den Schaff, ey. Gibt's doch nicht. Warum werde ich davon nur getroffen? Soll ich mich heilen, danke. Das war voll bescheuert, ja. Weil mich Trevin so gut wie nie, weil er die ganze Zeit so weh. Oh, leider macht den fertig. Oh, leck mich. Overkill. So, dich kriege ich aber noch. Alter, der trifft mich irgendwie die ganze Zeit damit. Ich weiß, ich, ja klar, der Idiot. Sei doch selber schuld. Aua. Ich muss mich mal mit diesem Löwen stehen, jetzt treffen. Das ist ein Feuerangriff und ich bin tot. Jetzt kannst du ruhig auf Kings losgehen. Okay, ist gut, ist gut. Wie werde ich da immer getroffen? Ich verstehe nicht. Weil er macht nur 3-4 verschiedene Angriffe, ne? Na, wer ab? Wer ab? Aua. Was? Ich hab dich gerade geheilt. Danke. Ein Ding ist auch noch verballert. Da wird ein langer Part hier, das kann ich schon mal sagen.
Warte, ein bisschen aber weg. Ristad, oh mein Gott. Das war nervig, da war jetzt 20 Minuten schon. ただ、私を憎んでもいい。今だけは私に任せて。どうせ。ちょっと何か何か方法がある。自らの家族だけは失いたくない。大した覚悟だ。ふざけんな。おじいちゃんのミューズって人も本当だったら犠牲になる必要なんてない。全部あんたのせいでしょ。そう。自ら愚かな選択をして落ちたわけじゃないのに。 それでどうするというのか。私が何とかする。そう決めたんだから。重視の出る幕ではない。それ、これだけは。 俺がやらなきゃいけない。ありがとう、ロゼ。本当に。スレイス。バカ。スレイ。下がってて、みんな。君一人に背負わせない。貴様らは誰も救えん。レズラーシブレレイ。 だからこそ、このバカも分かっておるよ。自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯死し、この痛み忘れない。 よくやった、スレ。憎りよ。自らの手を汚し、涙してまでも抗うのか。よかろう。真の孤独をくれてやる。魔を照らす。 Oh, da kommt er. Den Kampf, den ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Super. Wir wollen sehen, wie schnell ich tot bin. Ah, du hast aber nicht den Schlüssel drin. Wie viel ziehe ich ab? Was? Was zum? Okay, der eigentlich ist auch stark. Vielleicht ist das doch möglich. Mal gucken. Macht so unglaublich viel Schaden mit dem Angriff. Das ist ja nicht normal. これは深淵。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 これ
Trefft ihn nicht. Alles Teiler bitte, oder? Ich weiß halt eigentlich hier, dass diese blöden Dinger nicht klappen. Warum treffe ich damit nicht? Warum wird der Angriff klein gesetzt? Okay, was zum Teufel? Das ist nicht unmöglich. Alter. Ich hab doch Dingens hier, meine Güte. Na, wo ist der starke Angriff, verdammt? Da, mein Gott. Treff ich dich? Ich glaube nicht, ne? Und ich glaube, mit Rose kann ich das, glaube ich, gar nicht machen, ne? Ich hätte gerade auch, was ich machen könnte. Komm, 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 komm. Leck mich. Oh, wir sind alle im Eimer, geil. Verdammt, was wollte ich machen, ja. Vor Verteidigung. Hat hier noch so Eisenkraut. Du kriegst ein. Du kriegst ein. Jetzt das hier. Das hier. Das hier. Jetzt das hier. So, also war alles voll. Na, ich habe eine Idee, aber. Mein Gott, wir haben ja gar keine Dingens hier. Machen wir mal so. Ich habe eine Idee, wie ich das schaffen werde. Einfach nur den Angriff die ganze Zeit spammen. Ich merke gerade, was der Fehler ist. Aber bleib du mit Zerweht zusammen. Mein Gott, ihr macht echt nur Schwierigkeiten, ist da eigentlich. Weil der Kampf ist 1000 Meilen bereits der gegen Helder. Ja. Das heißt, wir eine ganze Menge an Funk, SK haben wir in diesem Kampf.
Zum Glück überlebt Sorry die ganze Zeit da vorne. Ja, immer schön so angreifen. Ja. Ist machbar, ist sogar schon machbar. So. Muss ich Dinge machen. Solange er sich noch voll drauf aufdreht, ist er eigentlich machbar sein. Der war ja am einfachsten. So, gib mir mal einen Melonengummi, weil das könnte vielleicht gut sein. Ja, da nicht mehrmals einsetzen, oder? Naja, zwar tun wir halt mit Edna Bellen, so wie ich da beim letzten Mal geplant hatte. Hi, na? Ultima! So, jetzt sind wir mit Edna, komm schon. Aua. Danach kam ja nichts mehr, ne? Jetzt einfach das Hals und Spam, wie blöd. Ja, Rose, ist klar. Melonengummi auf dich am besten. Komm mal her. Schau ja so, komm. Ach, du kannst nicht heilen, geil, danke. Was ist das? Komm. Du wurde gelacht hier. Komm her. Helft ihn überhaupt? Oh ja. Könnte knapp werden. So, und jetzt komm her. Letzter Schlag mit Edna. Ausgezeichnet. Mann, der Kampf war aber einfach. Im Vergleich zum ersten. Den schlimmsten bezogen. Cool. Ach ja, jetzt muss ich auch noch gegen ihn kämpfen, stimmt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Oh nein, er macht mich fertig.
mohaya kataru mai. Ikuzo! Ja, für dich. Oder für mich. 104 bist du noch, was? Bist du stärker geworden? Nicht auf den Armin? Na komm her, ich mach's doch so nochmal platt. Bist du nicht mehr so stark, was? Kannst du ja vom Treffen auf irgendeinen Grund. Uff. Ja, der ist jetzt nicht mehr so stark, schade. Schon ein bisschen enttäuschend. Ich würde schon sagen, der Kampf war einfacher als der von Tales of Graces F am Ende. Das ist ja ein Schwierigkeitsgrad. Komm her. Der macht mir ja gar keinen Schaden, verdammt. Ja, komm her. Bam. Komm, jetzt der letzte Schlag. Wurf. Wurf. So. Okay. Erstmal wollte ich erwarten, was passiert. Aber diesmal machen wir es schnell zu Ende. Episch. Und mit schwarzen Klamotten. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, normale noch, ne? Ich weiß ja gar nicht. Ich glaube, die haben wir erst nach dem Spielen bekommen. Wenn ich mich nicht irre. Aber egal. So, nimm das Schwert. Sway. Und beende das Projekt. Sono Ken wo washi ni tsukitateta toki. Arata na Saika no Kenshu ga umareru no da. Yare. Sono toki kisama wa rikai suru daro. Irgendwelche letzten Worte, Helder? Nein? Okay, dann ciao. Ich hoffe, es gibt nicht noch irgendein Secret Ending oder irgendwie sowas. Wenn man irgendwie eine Stunde da wartet oder so. Aber was soll's.
Arigato. So, haben wir die Welt gerettet. Schon wieder. Ausgezeichnet. Und damit geht ein Projekt wieder zu Ende. 150, nein, 151 Parts sogar. Ich hoffe wirklich, es gibt nicht noch irgendein anderes Ending oder so. Und dann müsste ich den finalen Kampf vielleicht noch mal machen. Verdammt. Ah, Alicia, die für die Hälfte des Spiels abwesend war, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Wo ich mit dem Ende immer noch nicht so zufrieden bin. Ich mag diese Märtyrer-Enden irgendwie nicht so. Wenn die Hauptcharaktere sich opfern. Aber wir müssen alle am Leben sein am Ende. Aber was soll's. Ah, schön. Wie gesagt. Ups, Alter. Ich hoffe wirklich, dass es nicht noch irgendein anderes Ending gibt. Weil dann müsste ich den ganzen Kampf nochmal machen. Und bin überrascht, dass es nicht so lange gedauert hat. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Das war jetzt nicht so lange. Ich habe da schon mindestens mit 1-2 Stunden gerechnet. Ich wusste jetzt nicht mal auswendig, wie lange die Cutscenes oder so waren. Aber ich habe mir gedacht, die Kämpfe würden sehr viel länger dauern. Oh, das ist ja auch Sophia unter den Dingens. Synchronsprecher war zum Glück, habe ich das beim letzten Mal nicht gesehen. Das ist mir voll die Überraschung verdorben. Und ja, wieder ein Tales of Spiel abgeschlossen. Und das wievielte war das jetzt? Ich glaube das fünfte, ne? Erst Tales of Grace F, Zelda 1, Zelda 2, Symphonia, bis auf Grace's F auch alle blind. Und jetzt Zestiria. So, ein nächstes Tales of Spiel ist ja schon in den Startlöchern. Tales of... Ich weiß es nicht. Berseria, glaube ich. Ich bin nicht klar. Was, glaube ich, irgendwas mit Tales of Zestiria zu tun hat. Oder sogar eine Vorgeschichte oder so davon. Und ein bekannter Charakter auf jeden Fall hervorkommt. Ich werde mir aber jetzt keine Informationen mehr weil bei mir ist das immer so, ich kenne immer die Hauptcharaktere von den nächsten Tales of Spiel, nur ich weiß nichts über die. Und das wird beim nächsten Teil auch so sein. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie noch irgendeinen anderen Tales of Teil jetzt noch let's playen werde zwischen diesen und Berseria, welches irgendwann 2017 rauskommen soll, glaube ich. Dawn of the New World kann ich ja auch noch. Ich will Vesperia spielen. Dawn of the New World, das ist der zweite Teil von Tales of Symphonia. Könnte ich ja irgendwann mal machen, aber weil ich meine, Motivation zu diesem Spiel ist nicht so groß. Deswegen, ich habe noch kein einziges Mal wieder Tales of Symphonia angefasst, nachdem ich das Let's Play habe. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Aber naja, wahrscheinlich werde ich mich jetzt offscreen hier ein bisschen mit Zestiria befassen und so. Gibt dann auch Tales of Phantasia, da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Emulator oder irgendwie so benutzen und das mache ich ungern, vor allem ich glaube nicht, dass man meinen PC packen wird.
aufnehmen und zocken zur gleichen Zeit. Er geht da schon voll ab, wenn ich irgendwie Video am Rendern bin. Dass ich irgendwie, keine Ahnung, nichts mehr am PC machen kann, weil er einfach zu viel Leistung zieht. Ansonsten gibt's ja noch nicht viele, ne? Gibt's ja noch Tales of Destiny oder Destiny 2 und Eternia, Rebirth und all so weiter, aber das sind alles so Spiele, die ich ja nicht spielen kann, weil die entweder nie rauskamen außerhalb Japan oder Amerika oder weil, ja, ich die nicht spielen kann, konsolenmäßig. Ja, Bandai Namco, bitte Remakes rausbringen. Tales of Hearts gab es ja letztens ein Remake für die PS Vita, leider. Hab ich aber nicht. Würde ich auch gern spielen, aber naja. Ja. Was ich von dem Spiel denke, habe ich schon letztes Mal gesagt. Mir gefällt's. Ich finde, es ist ein etwas schwächerer Titel im Gegensatz zu den anderen Tales of Spielen. Und ich habe nicht verstanden, warum die Alicia nicht irgendwie als spielbaren Charakter noch drin gelassen haben. Ich meine, irgendwie gibt's gar keinen Grund, sie nicht das Partymitglied mitnehmen zu können. Ich weiß, das hat dann irgendwann, ich glaube, da ist irgendwie so ein Konflikt mit den Seraphen so, dass man immer zwei von denen und zwei Menschen haben muss. Aber ja, fand ich irgendwie komisch umgesetzt. Extra ein DLC runterladen zu müssen, um die noch zu spielen, fand ich jetzt auch ein bisschen doof. Also ja. Und, ja, storytechnisch fand ich das Spiel eigentlich sehr gut. Tales of Zestiria hat ein paar gute, epische Momente gehabt. Zum Beispiel der Kampf gegen den Drachen. Hier der letzte Kampf, der war auch richtig gut inszeniert. Und, ja, der Wechsel von Diesel auf Zavet war auch wieder ein bisschen komisch. Finde ich immer sehr merkwürdig. Solche Elemente. Charaktere fand ich jetzt auch nicht so erinnerungswürdig. Irgendwie Edna und Zavet waren irgendwie die einzigen Charaktere, die Charakter hatten, fand ich. Okay, Diesel auch eigentlich. Zoray war halt, ich weiß nicht. Nichts Neues, sag ich mal. Layla konnte sowieso nicht leiden, wegen der ganzen Geheimniskrämerei. Ihren Humor und all sowas, weil nicht, mir hat die nicht so als Charakter gefallen. Mikleo war mir irgendwie zu steif. Rose, weiß nicht. Die konnte ich sowieso nicht leiden wegen dem DLC. Da hat die für mich vollkommen ignoriert. Ignoriert? Was? Ruiniert, mein Güte. So, jedenfalls, Ending. Jetzt gucke ich mir mal noch genau an, was da passiert. Na, du hast einen Hirtenmantel. Numen. Na, ist doch der Herrscher des Landes. Was ich mir vorstellen könnte, was hier los ist, ist, dass die Seraphen einen neuen Hirten begleiten, seinen Abenteuern, oder irgendwie sowas. Und wir können ja auch mal über DLC reden. Vor allem, das war ja auch wieder so ein richtig offenes Ende, weil Luna war noch am Leben und den hat man nicht angetroffen im DLC. Und ja, was ist mit denen eigentlich passiert? Der ist einfach nur aufgetaucht und hat gesagt, ja, haha, ich bin böse und dann hau ich ab. Und dann war der einfach weg. Also, da habe ich irgendwie gedacht, irgendwann trifft man den nochmal oder so. Aber nein. Der ist jetzt auch einfach von der Bildfläche verschwunden. Also ja, was hat's damit auf sich? Keine Ahnung. Stehe nicht. Erklär mir rein, ne? Und ja. Wie üblich, habe ich wieder alles
aus Korn genommen in diesem Spiel und wird beim nächsten Tales of Spiel auch nicht anders sein, Berseria. Ich hoffe, ich sag den Namen richtig. Und ja, mit dem Abschluss dieses Projektes habe ich jetzt nur noch ein einzelnes Projekt, und zwar Fallout 4. Also ist auch mal wieder was Neues. Ich habe jetzt in den letzten Tagen zwei Projekte zu Ende gemacht, Broforce und das hier. Also ja, weiß, was ich schon als nächstes Let's Playen werde. Ich weiß nur nicht, ob Hideo Baba kommen. Aber wann das starten wird. Ich freue mich ehrlich gesagt nicht so auf das nächste Spiel, was ich Let's Playen werde, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Warum sollte ich denn dann das Let's Playen? Ist Teil von einer Serie, die ich fortsetzen will, und dann ist sozusagen für mich der schlechteste Teil dieser Serie, und den will ich einfach nur so schnell wie möglich hinter mich bringen, um die besseren Teile zu spielen. Sagen wir es mal so. Aber wenn ich schon eine Serie mache, dann auch komplett. So, und jetzt sehen wir hier diese, was auch immer da nochmal passiert ist. Gucken wir uns das nochmal an. Mikkelo, wenn ich mich nicht irre. Warum kann man mit Leo nicht in diesem Design spielen? Er sieht doch viel mehr badass aus. Wir suchen noch die einzelnen Schreine nochmal, oder? Ja, yeah. Ausgezeichnet. Dann weiß nicht. Wir kommen mal zum Titelbildschirm, ne? Wo ich wahrscheinlich das Opening irgendwo zum Abschluss des Spiels. Das war ein neues Spiel plus, ich weiß. Schon wieder. Wie viele Stunden haben wir eigentlich gespielt? Ich glaube 150 sogar. Ich glaube so jeden Part irgendwie so eine Stunde. Passt doch. Sehr gut. Projekt abgeschlossen. So gut wie alles entdeckt. Man hat oben links die Karte gesehen, was? Ich bin zufrieden. Und ja. Wie viele Stunden haben wir gespielt jetzt? 144 Stunden, okay. Und ja. Was war das hier nochmal? Ich glaube, das war noch. Wo kommt der Spielstand nochmal? 26.3. Okay. Na gut. Dann. Gut. Projekt zu Ende. Wir sind ja fertig. Hoffentlich, wenn nicht irgendwie ein anderes Ending noch irgendwie dabei ist oder so, werde ich das vielleicht nochmal dranhängen oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Lasst mich doch in Ruhe. Ich bin froh und traurig und nein. Nicht das Intro. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt endlich vorbei ist. Aber ich bin auch irgendwie traurig, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Gut. Was soll ich noch zu sagen? Ich hoffe, jedem hat das Projekt gut gefallen. Jeder hatte Spaß irgendwie an dem Projekt, wer sich das Projekt angeguckt hat und so.
Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, ich zwinge natürlich niemanden, ein paar Kommentare hinterlassen, Feedback, Likes, Abos, was weiß ich, all das gute Zeug. Wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn ihr mehr Sachen sehen wollt oder so, oder ob es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch schreiben. Jedenfalls, ich bedanke mich ein letztes Mal fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Projekt.